Zeiten. Freue mich, dass Sie da sind. Das Medium hat ja auch einige Vorteile. Ich glaube, manche sind auch dabei, die vielleicht sonst den Weg nach Bonn nicht unbedingt auf sich genommen hätten. Wenn wir jetzt bei uns in Bonn wären, da würde ich vor Ihnen sitzen und da würde ich Ihnen hier diesen Bericht vorstellen, den ich hier wenigstens mal hochhalten möchte, dieses Jahr in einem etwas leserfreundlicheren Gewand. Ich werde heute mal ganz kurz, wie immer eigentlich, durch die Themen gehen, die uns im Moment so bewegen, vielleicht ein bisschen die Vergangenheit beleuchten, aber vor allen Dingen natürlich auch einen Ausblick auf die Zukunft nehmen, was uns im Moment wichtig erscheint und wo es hingeht. Fokus wird sein, die Internetwirtschaft, Verbraucherschutz, Kartellverfolgung, klar, ein bisschen Fusionskontrolle, auch unter Berücksichtigung von chinesischen Staatsunternehmen und natürlich auch immer wieder die Covid-19-Auswirkungen, wie das unsere Arbeit beeinflusst und was wir hier erwarten. Vorab vielleicht ganz kurz, Corona, auch wir mussten natürlich damit klarkommen. Ich bin ganz glücklich, sagen zu können, dass man heute hoffentlich nach außen nie bemerkt hat, unter welche außergewöhnlichen Umständen wir hier gearbeitet haben. Viele Leute im Homeoffice, wie woanders auch. Aber ein Bundeskartellamt kann natürlich nie seine Arbeit einstellen, schlicht und ergreifend, weil bei uns Fusionen eingehen, die bearbeitet werden müssen. Und wenn sie nicht bearbeitet werden, dann gelten sie als freigegeben. Also wir haben, ich hoffe immer, dass nach außen überhaupt niemand gemerkt hat, wie die Umstände hier waren und dass es nicht immer leicht war mit Homeoffice, mit völlig veränderten Abläufen, mit einer starken Digitalisierung der Prozesse innerhalb des Hauses. Aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten auch unsere Schwerpunkte ein ganz bisschen verlagern müssen. Wir haben sehr viele Kooperationen geprüft hier bei uns im Amt unter Covid-19. Da ging es ganz am Anfang darum, Engpässe bei der Logistik, bei der Kapazität von Lieferketten etc. Zu bearbeiten. Später ging es darum, komplexe Wertschöpfungsketten wieder hochzufahren. In dieser Zeit waren sehr viele Unternehmen bei uns und haben ihre Kooperationen vorgestellt, die wir auf eine relativ informelle Weise meistens sehr schnell freigegeben haben. Es war ein gewisser Schwerpunkt, gerade in der Covid-19-Zeit, hier den Unternehmen Rechtssicherheit zu verschaffen, sodass sie wussten, dass wenn sie kooperieren, um diese schwierigen Verhältnisse bewältigen zu können, dass sie das in einem Bereich tun, wo sie Rechtssicherheit erwarten können. Was wir natürlich auch gesehen haben, können wir auch später nochmal drüber sprechen, sind viele staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Da wurden wir immer gefragt, wie wir dazu stehen. Ich habe da eine relativ differenzierte Haltung. Ich glaube, wenn die Wirtschaft von so einem massiven externen Schock betroffen wird, dann kann es nicht sein, dass der Staat ausschließlich Zuschauer ist, sondern es ist nicht verwunderlich, wenn man versucht, in solchen Zeiten durch staatliche Maßnahmen stabilisierende Faktoren in der Wirtschaft einzuführen. Das ist dann möglich, wenn man sich immer bewusst ist, dass staatliche Eingriffe natürlich immer per se wettbewerbsverzerrend wirken und dass man sich dann immer bewusst ist, dass man maßvoll sein muss, dass man verhältnismäßig sein muss und dass man vor allen Dingen darauf achten muss, dass solche Maßnahmen zeitlich begrenzt sind auf die Dauer der Krise. Nochmal, solche Eingriffe sind immer problematisch, weil wettbewerbsverzerrend. Der eine bekommt staatliche Hilfe, der andere nicht. Der andere bekommt staatlich gesicherte Liquidität, der andere nicht. Der eine verschafft sich einen Vorteil am Kapitalmarkt bei der Finanzierung, der andere nicht. Das muss man immer im Bewusstsein haben und seine Maßnahmen entsprechend darauf anpassen, im Sinne der Verhältnismäßigkeit und vor allen Dingen eben im Sinne der Dauer dieser Maßnahmen. Das ist ganz wichtig. Wichtig vielleicht auch noch ganz kurz vorab, dass wir uns sehr bewusst sind, dass die Marktmacht der Tech-Giganten nochmal angewachsen ist in dieser Zeit. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und das führt mich dann auch gleich zu meinem ersten Thema, nämlich den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft, der bei uns nicht nur in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, sondern auch im Moment ein absoluter Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist. Facebook und Amazon haben da natürlich immer eine ganz besondere Aufmerksamkeit.
Ich möchte aber auch noch auf eine andere Veröffentlichung hinweisen, die Sie erst jüngst bei uns auf der Homepage finden konnten. Das war eine, ja, man kann schon fast sagen, eine Studie, eine Veröffentlichung zum Fall Booking und den Auswirkungen von Bestpreisklauseln, gerade auf Hotelplattformen im Internet. Wir haben hier Verfahren geführt. Wir sind, was Booking betrifft, in einem Verfahren beim Oberlandesgericht unterlegen gewesen. Aber die Rechtsbeschwerde ist hier zugelassen worden. Und wir warten auch hier nochmal auf eine höchstrichterliche Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Nochmals, was wir ermittelt haben in diesem Verfahren zu den Bestpreisklauseln im Internet, das können Sie bei uns auf der Homepage nachlesen. Es gibt viele andere Verfahren, unter anderem auch gegen die Deutsche Bahn, weil viele Mobilitätsplattformen, die ganzheitliche Lösungen für Nutzer in puncto Mobilität anbieten wollen, auf die Daten der Bahn angewiesen ist. Das Verfahren läuft. Wir haben eine sehr große Sektoruntersuchung laufen zum Thema Online-Werbung. Starke Player hier sind Facebook, sind Google, zunehmend aber auch Amazon. Auch hier wollen wir verstehen, wie die Mechanismen sind, ob es Abschottungen zwischen den einzelnen Unternehmen gibt. Wir haben viele digitale Plattformen geprüft hier im Amt. Unamera, eine Plattform, über die Agrarprodukte gehandelt werden. Xom Materials für Stahlprodukte etc. pp. Also das hat alles eine große Rolle gespielt, inklusive einiger Grundsatzpapiere, die wir gemacht haben. Eins darunter mit unseren französischen Kollegen in Paris zum Thema Algorithmen und ihr Einfluss auf den Wettbewerb. Ganz spezifisch möchte ich unser Verfahren gegen Amazon kurz ansprechen. Wir hatten hier bereits 2013 ein Verfahren wegen Bestpreisklauseln, die Amazon damals im Zuge dieses Verfahrens aufgegeben hat. Wir haben im Jahre 2019 ein Verfahren geführt, in dessen Verlauf Amazon viele Verbesserungen für Händler eingeführt hat, die über den Amazon Marketplace ihre Produkte anbieten. Das betraf Kündigungen, die ausgesprochen wurden ohne Grund, kurzfristige Kündigungen, auf die die Händler sich nicht einstellen konnten. Das betraf den Gerichtsstand, das betraf die Haftung von Amazon gegenüber den Händlern. Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass wir dranbleiben an diesen Themen. Auch gegenwärtig ein Verfahren mit Bezug auf Amazon, anfangs ganz Corona-induziert, weil Amazon bestimmte Priorisierungen, was die Auslieferung von Produkten betrifft, vorgenommen hat. Das haben wir in sich nicht beanstandet, aber das hat uns zu einer anderen Frage geführt, nämlich ob und inwieweit Amazon die Preise der Amazon-Händler kontrolliert, ob es Einfluss nimmt auf die Preise, ob es das systematisch tut, wenn ja, in welchem Zusammenhang und last but not least, ob die Händler damit Maßnahmen rechnen müssen, wenn sie die Preise nicht so setzen, wie Vorgaben von Amazon möglicherweise laufen. Das ist ein schwebendes Verfahren. Wir sind hier mitten in den Ermittlungen, aber wir wollen schlicht und ergreifend wissen, wie dieses System, wenn es denn eins gibt, wie dieses funktioniert. Aber inzwischen eben ein Verfahren, das weit über die ursprünglichen Corona-Fragen hinausgeht. Facebook möchte ich auch noch mal erwähnen, auch deswegen, weil wir uns natürlich sehr gefreut haben über den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 23. Juni, mit dem der Bundesgerichtshof letzten Endes dieses sehr große und für uns sehr wichtige Verfahren bestätigt hat. Wir haben dieses Verfahren jetzt erstmal im Eilverfahren beim Bundesgerichtshof gewonnen. Es ist auch noch ein Hauptverfahren anhängig, ein Verfahren in der Hauptsache beim Oberlandesgericht in Düsseldorf. Das wird am 25. November in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verhandelt. Wir haben uns gefreut, dass der Bundesgerichtshof bestätigt hat, dass Facebook marktbeherrschend ist. Wir haben uns gefreut, dass der Bundesgerichtshof bestätigt hat, dass Facebook diese marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, indem Facebook dem Nutzer letzten Endes keine Wahl lässt, ob er eine schrankenlose und uferlose Sammlung seiner Daten möchte oder ob er sie nicht möchte, egal wo der Nutzer sich gerade bewegt, auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder auf Drittseiten.
Das ist für uns eine Ausbeutung der Nutzer durch Aufdrängung einer intensiven Personalisierung, auch im Lichte des Rechts der Nutzer auf informationelle Selbstbestimmung. Wir haben auch, und das hat der Bundesgerichtshof auch gesehen, die Wettbewerbsbeeinträchtigung gesehen durch gewisse Login-Effekte des Nutzers bei Facebook, was es wiederum Wettbewerbern von Facebook außerordentlich schwer macht, auf die Märkte erfolgreich zu treten, wo Facebook aktiv ist. Also wir wollen darauf hinaus, dass der Nutzer in Zukunft eine echte Wahl hat, ob er einer uferlosen Sammlung seiner Daten durch Facebook zustimmt. Und wir wollen darauf hinaus, dass er Facebook eben auch dann nutzen kann, wenn er damit nicht einverstanden ist, ganz im Sinne, wie der Bundesgerichtshof das gesehen hat. Ich habe zu dem Verfahren immer gesagt, bei der Datentrennung, die Facebook vornehmen muss, sehe ich das ein bisschen wie eine innere Entflechtung, genau in dem Punkt, auf dem die Marktmacht letzten Endes beruht, nämlich auf der Vielzahl der Daten, die Facebook zufließen. Also wir bleiben dran an diesem Verfahren, wir bleiben generell dran an diesen Internetverfahren. Das führt mich ganz kurz zur 10. GWB-Novelle. Wir haben eine große Dynamik in den Märkten. Es gibt einen Referentenentwurf im Bundeswirtschaftsministerium vom Januar 2020. Hier ist vorgesehen, dass unsere Möglichkeiten, einstweilige Maßnahmen zu verhängen, gestärkt werden. Wir können Unternehmen leichter Datenzugang einräumen. Es gibt eine Vorschrift, die es uns ermöglicht, bei Unternehmen mit einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung ex ante bestimmte Verhaltensregeln vorzugeben. Beispielsweise, wenn diese Unternehmen auf neue Märkte treten. Das ist so ein bisschen Kartellrecht plus, können Sie das nennen. Sie können auch sagen, es ist ein bisschen Regulierung. Wahrscheinlich ist beides richtig. Aber ich glaube, das ist eine sehr gute Überlegung und wir freuen uns, wenn diese GWB-Novelle dann tatsächlich kommt, weil es ist auch eine Überlegung, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern die sich natürlich einbettet in Überlegungen, die Sie auf der ganzen Welt finden, in Brüssel und auch in anderen Ländern bis runter nach Australien. Weiteres Feld, das ich jedenfalls erwähnen muss, ist die Kartellverfolgung. Wir haben da hohe Bußgelder verhängt. In 2019 waren das rund 848 Millionen Euro gegen insgesamt 23 Unternehmen, Verbände und 12 natürliche Personen. Wir werden immer wieder gefragt, gibt es ein bestimmtes Muster bei den Unternehmen, die kartellaffin sind oder bei Branchen? Wenn Sie sich das letzte Jahr angucken, da finden Sie Branchen wie den Fahrradgroßhandel, Zeitschriften, Industriebatterien, Autostahl, Einkauf, technische Gebäude, Ausrüstung, Stahlherstellung. Also ich kann wie immer nur sagen, ein Muster ist ja nicht wirklich erkennbar, sondern es ist ein breites Spektrum. Wir hatten 16 Bonusanträge, 16 Kronzeugenanträge, 5 Durchsuchungsaktionen. Sie sehen daran, dass wir im vergangenen Jahr sehr aktiv waren bei der Kartellverfolgung. Ich bin so ein bisschen verhalten optimistisch, dass das so bleiben kann. Wir haben in 2020 bisher rund 158 Millionen Euro Bußgeld gegen 8 Unternehmen und 8 natürliche Personen verhängt. Schwerpunkt war hier Pflanzenschutzmittel und Kfz-Schilder. Wir haben weitere Verfahren, die weit fortgeschritten sind. Wir haben bislang 7 Bonusanträge bekommen. Ein bisschen schwierig unter Covid-19 waren natürlich Durchsuchungen bei den Unternehmen. Deswegen haben in den letzten Monaten sehr wenige Durchsuchungen stattgefunden. Aber ich bin verhalten auch hier zuversichtlich, dass wir das wieder aufnehmen können. Wir sind dabei, sehr weitreichende Schutzkonzepte für solche Durchsuchungen zu erarbeiten. Und es kann auch nicht sein, dass dieser Bereich dauerhaft brach liegt, wenn es darum geht, Kartelle, illegale Preisabsprachen abzustellen. Ganz kurz noch zur Fusionskontrolle. Wir hatten sehr viele Fusionen in 2019, die wir geprüft haben. Es waren insgesamt 1.400. Es waren auch relativ viele, die wir vertieft, sehr intensiv geprüft haben, insgesamt 14 in der zweiten Phase.
Wir hatten vier Untersagungen, sechs Rücknahmen, eine Freigabe unter Auflagen und insgesamt drei Freigaben. Also Sie sehen, die Fusionskontrolle spielt für uns als Marktstrukturkontrolle eine sehr wichtige Rolle im Moment. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass man ablesen kann aus der hohen Aktivität, dass wir es teilweise auch schon mit konzentrierten Märkten zu tun haben. Aber ich glaube, es bleibt sehr wichtig, dass das ein intensives Betätigungsfeld bleibt für uns. Es gab eine ganze Reihe von Untersagungen, die auch durchaus in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind und Aufmerksamkeit erregt haben. Für mich persönlich ein sehr wichtiger Fall war die Untersagung der Übernahme von DSD, Duales System Deutschland durch Remondis, weil wir es gerade auf dem Entsorgungsmarkt aus unserer Sicht mit einem konzentrierten Markt zu tun haben. Auch die Untersagung hier ist vom Oberlandesgericht bestätigt worden. Ein ganz wichtiger Fall, auch für mich persönlich, war die Prüfung der Übernahme von Foslo durch das chinesische Staatsunternehmen CRRC. Das Verfahren ist letzten Endes zu einer Blaupause geworden dafür, wie wir in Zukunft mit der Übernahme deutscher oder europäischer Unternehmen durch chinesische Staatsunternehmen umgehen. Wir haben uns sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit CRRC in chinesische Strategien eingebunden ist. China 2025, neue Seitenstraße. Wir haben gesehen, wie stark CRRC insgesamt in den chinesischen Staats- und Unternehmensverbund eingebunden ist, Zugang zu chinesischen Banken hat, de facto unbeschränkten Zugang zu Finanzmitteln, was natürlich auf den Märkten, wo CRRC aktiv ist, dann auch erlaubt, diese unbeschränkten Mittel einzusetzen, möglicherweise für Niedrigpreisstrategien bis hin zu Dumpingstrategien. Und so auf kurze bis mittlere Sicht auch Unternehmen aus dem Markt mit diesen Mitteln zu verdrängen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Verfahren, die wir geführt haben, eben weil wir hier versucht haben, ja, so eine Art Blaupause zu entwickeln für den künftigen Umgang mit diesen Unternehmen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, diese wirtschaftlichen Verflechtungen und diese wirtschaftlichen Gegebenheiten auch runterzubrechen auf eine wettbewerbsrechtliche Ebene. Ich erinnere immer wieder daran, auch in Covid-19-Zeiten, dass die Fusionskontrolle letzten Endes das einzige Instrument haben, mit dem wir präventiv der Marktmacht Grenzen setzen können. Deswegen, es bleibt ein extrem wichtiges Mittel, um Märkte wettbewerbsmäßig zu halten. 2020 hatten wir bei der Fusionskontrolle einen deutlichen Rückgang bei den Anmeldungen. Von Januar bis Ende Juni 2020 hatten wir 22% weniger Anmeldungen als im vergleichbaren Zeitraum in 2019. Im Mai, so ein bisschen der Höhepunkt, waren es sogar 50% weniger. Das zieht aber jetzt wirklich wieder deutlich an. Im August waren es nur noch 11% weniger. Also wir sehen hier in gewisser Weise, glaube ich, eine Normalisierung auch in der Wirtschaft in diesem Bereich. Derzeit eine Reihe von Verfahren, die wir führen im Bereich Fusionskontrolle. Im öffentlichen Licht steht natürlich sehr stark der Verkauf der Realmärkte, wo Kaufland insgesamt 101, die Übernahme von 101 Standorten bei uns angemeldet hat, Edeka die Übernahme von 72 Standorten. Gegebenenfalls kommen auch noch weitere Anmeldungen dazu. Nochmal ganz wichtig, auch in Corona-Zeiten, Fusionskontrolle bleibt wichtig. Wir werden es uns nicht erlauben können, hier in irgendeiner Weise nachgiebig zu sein, weil irgendwann ist die Corona-Krise überwunden. Aber die verkrusteten Märkte, die wir jetzt schaffen würden, wenn wir die Fusionskontrolle nicht ernst nehmen, die bliebe. Und das können wir nicht wollen. Deswegen bleibt Fusionskontrolle für uns ein wichtiger Bereich. Ganz kurzer Ausblick noch auf das Thema Verbraucherschutz. Ich glaube, wir waren hier eigentlich sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Wir haben auch hier einen ganz klaren Schwerpunkt gesetzt, nämlich auf die Digitalwirtschaft. Alle Sektoruntersuchungen und mehr können wir ja leider nicht machen beim Verbraucherschutz, bezogen sich auf digitale Themen. Das war einmal die Sektoruntersuchung zu den Vergleichsportalen, die wir abgeschlossen haben.
Da haben wir viele Themen beleuchtet zum Thema, zu den Bereichen Ranking, Transparenz von Bewertungen, Verflechtungen, Geschäftsmodelle. Nicht weniger spannend fand ich die Sektoruntersuchung Smart TVs, wo wir aufgezeigt haben, inwieweit Smart TVs, eigentlich unverdächtige Geräte, die bei jedem von uns im Wohnzimmer stehen inzwischen, wie diese Geräte unsere Daten sammeln und verarbeiten, wie sie biometrische Daten von uns sammeln, wie Stimmerkennung. Das alles lässt tiefblickende Einblicke. Das lässt tiefe Einblicke in das Verbraucherverhalten zu. Auch eine sehr spannende Sektoruntersuchung. Und noch nicht völlig abgeschlossen, da steht uns noch der Endbericht bevor zum Thema Nutzerbewertungen. Solche Fake-Nutzerbewertungen sind in aller Munde. Wir haben hier so ein bisschen die Mechanismen aufgezeigt, wie diese Fake-Bewertungen auch zustande kommen. Wir haben Vorschläge gemacht, wie man das abstellen könnte, wie man den Nutzer besser schützen kann für Fake-Bewertungen. Also ich glaube, das sind alles sehr wertvolle Punkte und wertvolle Erkenntnisse, die wir da gesammelt haben. Und wir würden uns sicherlich freuen, wenn wir hier auch die Möglichkeit hätten, die Defizite, die wir identifiziert haben, abzustellen. So, das soll mal ein ganz kurzer Überblick gewesen sein. Wie gesagt, heute virtuell zu Ihnen hier in die Kamera sprechend, immer ein bisschen klinisch, wie ich finde, aber es funktioniert und das ist die Hauptsache. Also ich danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt haben wir natürlich noch Gelegenheit zu fragen. Vielen Dank. Kai. Ja, danke Andreas. Ich möchte noch mal kurz erläutern, wie wir das am besten machen mit den Fragen. Herr Hoppe und Herr Bender haben auch schon damit begonnen. Das vereinfacht uns die Handhabung, wenn Sie Fragen, die Sie stellen möchten, kurz im Chat ankündigen mit einem kurzen Stichwort, um was es gehen soll. Dann laufen wir auch nicht Gefahr, hier jemanden zu übersehen und können das thematisch ein bisschen ordnen. Wir müssen dann Ihr Mikro anmachen, also entmuten. Sie müssen das kurz annehmen und dann können Sie Ihre Frage stellen. Dann fangen wir auch gleich an mit Herrn Hoppe vom Handelsblatt. Ich würde Sie auch alle bitten, dann nochmal kurz das Medium zu nennen, für das Sie tätig sind, falls uns das jetzt nicht allen auf den ersten Blick geläufig ist und hier nicht im Chat steht oder beim Benutzernamen. Bei Herrn Hoppe weiß ich es zufällig. Herr Hoppe vom Handelsblatt, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Wer hört Sie Ja, gut? hallo. Hallo, Herr Hoppe. Immer. Hallo, grüß Sie, Herr Mund. Ja, ich hätte eine Nachfrage oder genauer gesagt zwei Nachfragen zum Thema Sektoruntersuchung, Online-Werbung. Könnten Sie uns einen Stand geben, wie weit Sie da sind? Vielleicht eine Größenordnung, wie lange Sie glauben, die Untersuchung noch dauern wird? Und Stand jetzt sehen Sie den Bedarf nach regulatorischen Vorgaben für diesen Sektor? Es gibt da ja Überlegungen in Brüssel, das in den Digital Services Act aufzunehmen, eventuell auch Handlungsbedarf in der Bundespolitik. Danke. Ja, Herr Hoppe, vielen Dank. Bei der Sektoruntersuchung Online-Werbung sind wir sozusagen mittendrin. Wir haben sehr viele Fragebögen versandt, eigentlich an alle, die es betrifft inzwischen. Also Mediaagenturen, Werbetreibende. Wir haben natürlich Fragebögen an die Unternehmen, die in Online-Werbung aktiv sind, verschickt und wir sind hier mittendrin. Ich bin immer wahnsinnig vorsichtig, was einen Zeithorizont betrifft. Das betrifft jetzt auch hier diese Sektoruntersuchung. Aber was ich an der Stelle sagen kann, ist, es ist natürlich eine Sektoruntersuchung von eminenter Wichtigkeit. Und deswegen können Sie sich vorstellen, dass wir sie auch mit Hochdruck betreiben. Wir haben uns ja viele dieser Unternehmen, sei es Facebook, sei es Amazon, daraufhin angeguckt, wie sie gegenüber dem Nutzer auftreten und wie sie hier aktiv sind. Diese Sektoruntersuchung Online-Werbung, die beleuchtet jetzt natürlich die andere Seite des Marktes, nämlich wie werden all diese Daten verwertet, wie werden sie vermarktet, was passiert damit, inwieweit tragen sie eigentlich tatsächlich zu dieser Marktmacht bei. Also es hat für mich, diese Sektoruntersuchung hat für mich maximalen Stellenwert. Und zwar auch im Hinblick darauf, dass irgendwann zu Beginn des nächsten Jahres
hoffentlich ja auch die GWB-Novelle in Kraft treten wird und da eine Reihe von Vorschriften drin sind. Der Paragraph 19a, der uns ja so ein bisschen regulatorische Möglichkeiten gibt, wo wir auf die Erkenntnisse dieser Untersuchung zurückgreifen können. Deswegen nochmal, ich bin immer extrem vorsichtig, was Zeithorizonte betrifft. Ich weiß nie, welche Fälle mir hier dazwischen kommen, welche großen Fusionen plötzlich bearbeitet werden müssen. Aber das steht unter großem Zeitdruck und Sie können sicher sein, es ist eine absolute Priorität des Amtes, ist auch in der Umsetzung der GWB-Novelle im nächsten Jahr. Zum Thema Regulierung. Wir begrüßen sehr, dass auch in Brüssel Aktivitäten aufgenommen worden sind. Wenngleich ich manchmal den Eindruck habe, dass die Instrumente, die da aufgesetzt worden sind, wie der Digital Services Act, der aus der DG Connect Grow kommt, und das New Competition Tool andererseits, das aus DG Competition kommt, dass es dann noch einen gewissen Koordinierungsbedarf gibt. Das geht aber eigentlich alles ziemlich genau auch in die Richtung, die wir mit der GWB-Novelle beschreiten. Und ich habe es eben in meinem Eingangsvortrag schon gesagt, das sind alles Überlegungen, die gut sind. Regulierung ist ein schwieriger Fall. Alle rufen nach Regulierung dieser Unternehmen. Regulierung ist aber unglaublich schwierig. Wir kennen Regulierung ja aus dem Strombereich, aus den Stromnetzen. Aber das ist verglichen mit der Regulierung dieser Unternehmen natürlich einfach. Ein Stromnetz ist ein Stromnetz und der Zugang zum Stromnetz ist der Zugang. So, das ist bei jedem Stromnetz gleich. Hier haben Sie es mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zu tun, mit total unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Und innerhalb dieser Geschäftsmodelle haben Sie immer wieder ein unterschiedliches Gebaren, das möglicherweise einen Missbrauch darstellt einer marktbeherrschenden Stellung. So, das so zu vereinheitlichen, dass Sie es wirklich regulieren können, ist unglaublich schwierig. Aber wir versuchen das ja im Moment, indem wir bestimmte Verhaltensweisen bei solchen Unternehmen von besonderer Marktmacht definieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Selbstbevorzugung, dass wir die definieren und sagen, das ist per se eben nicht erlaubt. Aber dann kommen Sie zum nächsten schwierigen Thema, was das Thema Regulierung betrifft. Was ist eigentlich eine Selbstbevorzugung? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Das ist in der Praxis, es klingt einfach, ist in der Praxis aber ungeheuer schwierig. Deswegen zusammenfassend, ich glaube, bei Regulierung dieser Unternehmen werden wir immer einen Ansatz haben, der seine Wurzeln im Wettbewerbsrecht hat, weil wir es immer mit einem individuellen Verhalten zu tun haben werden, im Hinblick auf eine individuelle Fallkonstellation. Das macht es nicht leicht, aber wir versuchen das mit dem neuen Paragraph 19a ein Stück weit in den Griff zu kriegen. Die Kommission versucht es mit gewissen Ansätzen in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, dass wir inzwischen auch so viel wissen über diese Welt, dass das erfolgversprechende Ansätze sind. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass es ja nun auch sehr gute und erfolgreiche Verfahren gibt bei den Wettbewerbsbehörden. Nehmen Sie unser Facebook-Verfahren, das mag ich wirklich, dieses Verfahren. Und nehmen Sie auch unser Verfahren gegen Amazon im vergangenen Jahr. Es wird immer weiter Beschwerden geben, aber Sie sehen auch, dass wir immer dranbleiben. Ich würde gerne erstmal bei den Digitalthemen bleiben und deshalb jetzt erstmal Herrn Gassmann vorziehen, der Fragen hat zu Bewertungs- und Amazon-Themen. Ja, guten Tag. Und ich wollte gerne zwei Fragen stellen. Wie gesagt, einmal Amazon. Da geht es ja auch darum, dass Wucherpreise in dieser Corona-Phase verhindert werden sollten. Das ist ja sozusagen die andere Seite der Untersuchung, die Sie machen, ob Amazon unzulässigerweise Preise beeinflusst. Lässt sich da schon absehen, ob es da irgendwelche Grenzen gibt? Hat Amazon grundsätzlich das Recht, Wucherpreise zu stoppen? Ist das also eine Frage, wo fangen Wucherpreise an? Oder ist aus Sicht des Bundeskartellamts, ohne da was vorwegzunehmen, muss man sagen, die dürfen da eigentlich gar nicht eingreifen? So, da würde mich die grundsätzliche Position mal interessieren. Wenn Sie dazu jetzt schon was sagen können, vielleicht können Sie auch die zeitliche Perspektive schon mal aufzeichnen. Wann ist damit zu rechnen, dass da Ergebnisse vorliegen? Und das Zweite geht es um diese Bewertungen, die Fake-Bewertungen, die Sie angesprochen haben. Lässt sich da schon absehen,
wann mit Ergebnissen zu rechnen ist. Und vielleicht können Sie da auch schon ein bisschen dazu sagen, in welche Richtung sich da die Tendenz des Bundeskartellamts bewegt. Danke. Ja, hallo, Herr Gassmann, vielen Dank. Ja, zu Amazon es ist immer ein bisschen schwierig, über laufende Verfahren zu sprechen. Das muss ich vorweg schicken, weil ich will da eben und kann da auch nichts vorwegnehmen. Vielleicht nochmal zur Historie. Amazon war Corona induziert. Es gab anfangs Beschwerden, dass Amazon bestimmte Produkte bei der Logistik priorisiert. Das haben wir uns angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das nicht beanstanden in diesen ganz schwierigen anfänglichen Zeiten von Corona, wo es ja vielleicht durchaus eine gewisse Berechtigung geben kann, bestimmte Produkte bei der Auslieferung etc. gegenüber anderen Produkten zu priorisieren. Das haben wir für nachvollziehbar gehalten. Das hat uns dann aber zu diesem etwas größeren Thema geführt, nämlich, ich will das mal in drei Fragen kleiden und viel mehr kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Erstens, gibt es bei Amazon ein System der Preiskontrolle bei den Händlern? Zweitens, wenn es so ein System gibt, wie sieht es aus? Und drittens, wenn es so ein System gibt, gibt es Maßnahmen, die Händler zu gewärtigen haben, wenn sie die Preise nicht so setzen, wie das in diesem System vorgegeben ist? So. Damit bin ich aber eigentlich auch schon am Ende meiner Ausführungen. Denn nochmal, es ist ein schwebendes Verfahren. Wir sind mitten in den Ermittlungen und wir gucken uns sehr genau an, was hier stattfindet. Nochmal, da sind wir mittendrin. Zum Zeithorizont bleibe ich bei meiner vorigen Aussage. Das ist immer sehr schwierig. Sie wissen nie, was Ihnen dazwischen kommen kann. Aber ich sage es nochmal, Sie können sich vorstellen, all diese Fälle werden bei uns natürlich mit einer gewissen Priorität geführt und wir wollen das dann auch ziemlich schnell, ziemlich genau wissen, was dort vorgeht. Das ist bei uns so, das ist bei anderen Behörden so, aber ich finde es ganz schwierig hier Zeithorizont zu sagen. Zum Thema Fake-Bewertungen. Wir haben ja zu diesem Thema Nutzerbewertung schon einen Zwischenbericht vorgelegt. Der ist in der Konsultation. Ich hoffe, dass wir das jetzt relativ schnell abschließen können. Wenn Sie das sehen, dann sehen Sie ziemlich genau die Mechanismen, wie solche Fake-Bewertungen zustande kommen können. Sie sehen aber auch vor allen Dingen eine sehr differenzierte Abschichtung, so zum Beispiel zu anderen Themen. Also, ich sag mal, organisierte Bewertungen. Ja, das ist ja nicht dasselbe wie eine Fake-Bewertung, sondern eine organisierte Bewertung ist eine Bewertung, die für den Nutzer durchaus von Relevanz sein kann und die auch einen Wert hat. Wir sehen in dieser Untersuchung auch, dass wir die Plattformen sehr viel stärker in die Verantwortung nehmen müssten, was diese Bewertungen betrifft. Wir sehen hier auch einen hohen Differenzierungsgrad zwischen den Plattformen, die solche Bewertungen anbieten. Manche gehen da sehr stringent vor, auch schon sehr, sehr gut organisiert. Andere haben höchstens eine, ich nenne es mal manuelle Prüfung, ob in solchen Bewertungen irgendwelche Schimpfworte vorkommen, ob Werbung drin ist. Also ich würde sagen, das ist dann so eine Bewertung auf minimalem Level. Ja, da ist der Spread, der ist riesig. So, und wo wir ja eigentlich hin müssen, ist, dass jede Plattform Nutzerbewertungen und die Sicherstellung ihrer Wahrhaftigkeit ernst nimmt. Ja, und das ist eigentlich der Kern dieser Sektoruntersuchung, dass wir auch Vorschläge machen, wie man das machen kann. Das finden Sie alles da dran. Nochmal, es ist wie bei den anderen Sektoruntersuchungen. Ich glaube, wir decken da schon ganz schön Missstände auf. Ja. Und dann sitzen wir da und dann können wir nichts machen. Es ist ja nicht so in der DNA des Bundeskartellamtes eigentlich, dass es da nichts machen kann. Aber so ist es nun mal. Das muss man akzeptieren. So ist es. Und ja. Also wie gesagt, der Schlussbericht, der wird hoffentlich in sehr absehbarer Zeit vorliegen. Wir werden den dann natürlich auch nochmal mit der Politik diskutieren und werden auch nochmal versuchen, uns da einzubringen und darauf zu dringen, dass das auch sehr ernst genommen wird. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern eben auch von denjenigen, die es betrifft. Gut, dann
Bleiben wir mal im Internet. Herr Buswein von Thomson Reuters, eine sehr interessante Streitigkeit, in die wir natürlich nicht direkt involviert sind, aber Sie wollen eine Frage stellen zu dem Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games, wenn ich das richtig sehe. Ja, guten Tag. Ja, die Frage wäre, ob der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games, also der Creator von Fortnite, ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Sozusagen, Apple verlangt 30% als Provision für In-App-Purchases. Das ist eine ganze Menge. Ist das ein Missbrauch von ihrem Plattformprivileg? Wenn Sie das anschauen, würde ich mich interessieren. Danke. Also Aufmerksamkeit erregt das bei uns auf jeden Fall. Die App Stores sind ja, also auch hier gilt, ich löse keine hypothetischen Fälle hier, aber eins ist natürlich sicher, die App Stores sind ein interessantes Biotop, allein deswegen, weil es in dieser Form weltweit nur zwei gibt. Ja, Sie haben den Play Store und Sie haben den App Store von Apple und jedes Unternehmen, jeder Entwickler auf dieser Welt, der eine App entwickelt, muss da durch. Das ist schon interessant, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Ja, ich sage nur, dass es interessant ist. Es gibt ja ein Verfahren bei der Europäischen Kommission, wo sich ähnliche Fragen stellen. Das ist das Verfahren, das Spotify betrifft und die Behandlung auf dem App Store. Ich will es mal so wenden für den Moment. Ich glaube, das hat gerade erst begonnen. Das ist falsch. Wir sind da schon eine Weile dran, aber wir stehen da am Anfang von interessanten Fragen, glaube ich, die wir bewerten müssen und die auch für Gericht ausgetragen werden. Also nochmal, wir gucken uns das sehr interessiert an. Das ist das, was ich im Moment dazu sagen kann. Darf ich ganz kurz eine Zusatzfrage? Würde das so mehr in der Kompetenz der Europäischen Kommission liegen oder sehen Sie da auch Spielraum für Sie, das einmal zu begutachten sozusagen? Wir haben ja in Europa dieses System der parallelen Zuständigkeit. Das heißt, alle Fälle, die sich in einem Mitgliedstaat auswirken, können, ich sage es mal vereinfacht, von der jeweiligen Wettbewerbsbehörde oder aber von der Europäischen Kommission aufgenommen werden. Nun sind natürlich diese Fälle, die einen Internetbezug haben, per se immer von einer gewissen Dimension. Und die geht in der Regel auch über die Grenzen eines Mitgliedstaats hinaus. Aber Sie sehen an den vielen Verfahren, die auch in den Mitgliedstaaten, zumindest in einigen geführt werden, dass wir hier schon so eine gewisse, vielleicht kann ich das mal Arbeitsteilung nennen, haben. Bei dem Verfahren gegen Amazon in 2019 haben wir das Verfahren geführt, nicht die Europäische Kommission. Und Amazon hat hinterher seine Bedingungen für die Händler nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit angepasst. Also Sie sehen, auch nationale Wettbewerbsbehörden haben hier durchaus einen nicht zu unterschätzenden Handlungsspielraum. Ich will da jetzt überhaupt nicht vorgreifen auf Apple und Epic Games, aber das ist das generelle Prinzip. Und das wirkt sich entgegen dem, was man vielleicht prima facie denkt, alles Kommissionsfälle, in vielen Fällen eben auch so aus, dass es nationale Wettbewerbsbehörden sind, die es machen. Ich habe das Beispiel Amazon genannt, ich könnte auch Facebook nennen, ist auch ein gutes Beispiel. Sicherlich auch ein Fall, dessen Bedeutung über die Grenzen Deutschland hinaus irgendwann gewürdigt werden und sicher auch ein Fall, der eine andere Bedeutung hat, die über Deutschland hinausgeht. Vielleicht ganz gut, kurz andockend. Ich sehe gerade, Frau Thiele vom Generalanzeiger fragt nach der Sicherheit von Zoom. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt unbedingt in diese Pressekonferenz gehört. Wir stellen das natürlich sicher, soweit wir sicherstellen können. Das Eindringen ins Netzwerk, da müsste ich Sie dann tatsächlich an unsere IT verweisen. Ich weiß nicht, ob die Ihnen dazu Auskunft geben kann. Ob das von irgendjemandem gehört wird, was wir hier besprechen, halte ich in diesem Fall für sehr wenig bedenklich, weil das ja schließlich eine öffentliche Pressekonferenz ist.
Ich würde dann gern übergehen zum Lebensmitteleinzelhandel. Da hatte Herr Bender zwei Fragen angekündigt. Herr Bender von der Lebensmittelzeitung, bitte. Hallo Herr Beitner, hallo Herr Mund. Können Sie mich hören? Ja, ja, sehr gut. Hallo Herr Bender. Wunderbar. Vielen Dank für die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Es geht um das Realverfahren. Ich wollte wissen, ob Sie da einen zeitlichen Horizont sagen können. Im Oktober würde ja die eigentliche Frist der zweiten Phase auslaufen, glaube ich. Ist da schon mit einer Entscheidung zu rechnen? Oder diese Verfahren wirken ja vermutlich auch alle ineinander, wenn Edeka und Kaufland angemeldet haben und jetzt auch noch weitere Anmeldungen kommen. Können Sie uns beschreiben, wie man das eigentlich prüft, wenn da jetzt das voneinander abhängt, wer welche Standorte bekommt beispielsweise? Die zweite Frage war, Sie haben ja die unfairen Handelspraktiken abgefragt in der Marktbefragung zu dem Verfahren, ob es solche unfairen Handelspraktiken gibt, wie die demnächst reguliert werden sollen. Können Sie uns da sagen, was dabei rausgekommen ist? Gibt es da eben solche Praktiken? Ist das in der Marktbefragung reingekommen? Und dann hätte ich eben zwei Fragen zur UTP-Umsetzung. Wie bewerten Sie es, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung da jetzt die Durchsetzungsbehörde werden soll? Und es gibt ja zahlreiche Forderungen von Erzeugerverbänden, die graue Liste zu schwärzen und den Schutzbereich auszuweiten. Gibt es da von Seiten des Bundeskartellamts eine Positionierung zu? Vielen Dank. Ja, Herr Bender, das ist fast wie jedes Jahr. Es sind immer so laufende Verfahren und Sie wissen, dass ich da nur kurz sein kann. Wir sind bei Edeka, wir sind bei Real mittendrin. Ja, das wissen Sie. Kaufland hat, glaube ich, 101 Standorte angemeldet, 101 keine, und Edeka 72. Wir sind sozusagen mittendrin. Ich will jetzt auch darauf verzichten, abstrakt zu schildern, wie man das macht, wenn Sie hier so zwei parallele Verfahren haben. Das ist eine schwierige Gemengelage. Da sind Standorte bei, die keiner will. Da sind Standorte bei, die wollen alle. Da sind Standorte bei, wo Mietverträge auslaufen, da sind Standorte bei, etc. pp. Ich könnte das fortsetzen. Also die Gemengelage ist in der Tat nicht so ganz einfach, da kann ich Ihnen zustimmen. Aber das ist vielleicht eben auch ein Fall, wo Sie mit den Unternehmen, die es betrifft, und das sind nicht nur die Großen, das sind natürlich auch die Kleinen, das schauen wir uns halt sehr genau an und sind in einem sehr intensiven Gespräch mit den Beteiligten. Ich glaube, das ist das, was ich dazu sagen kann. Es gibt zu den Fristen gibt es nichts Neues. Die Fristen kennen Sie und zu den Fristen gibt es jedenfalls Stand heute nichts Neues. Wir haben die Untersuchung sehr breit angelegt, nicht nur hinsichtlich der einzelnen Standorte, also nicht nur absatzseitig, sondern auch beschaffungsseitig. Es ist ein ziemlicher Aufwand, den wir da auf uns genommen haben. Ein bisschen auch mit dem Hintergrund, unsere breite Sektoruntersuchung zu den Beschaffungsverhältnissen im Lebensmitteleinzelhandel, ich will nicht sagen zu aktualisieren, das wäre übertrieben, aber anhand dieses Verfahrens nochmal so eine Art Spotlight auf diesen Bereich zu werfen und zu gucken, ob wir hier a priori Veränderungen gegenüber unserer damaligen Sektoruntersuchung feststellen können. Deswegen ist die ganze Untersuchung so breit und deswegen schauen wir uns das auch so intensiv an. Aber nochmal, ist ein laufendes Verfahren und da täte ich mich jetzt schwer, sehr schwer, über Einzelheiten irgendetwas hier kundzugeben. Unfaire Praktiken, klar, die spielen in dem Fall mittelbar auch eine Rolle, aber auch hier gilt, da kann ich Ihnen im Moment nichts zu sagen, auch nicht zum Stand, auch nicht zu den Untersuchungen hierzu. Das müssen wir erstmal zum Abschluss bringen. Was die Umsetzung der UTP-Richtlinie betrifft, wir haben immer gesagt, dass wir das Kartellamt aufgrund der Nähe schlicht und ergreifend zu unserer Arbeit in diesem Bereich für eine geeignete Behörde halten. Wir haben eine gute Expertise in beiden Bereichen, auf der Erzeugerseite genauso wie auf der Absatzseite. Also ich glaube, wir hätten das ganz gut zusammenbringen können. Wir sind es ja auch gewohnt, solche Verfahren zu führen. Ich habe immer gesagt, es ist eigentlich ein Annex zu dem,
was wir in Form von Sektoruntersuchung, Fusionskontrolle, gelegentlich auch Missbrauchsverfahren in diesem Bereich gemacht haben. Man sieht ja auch unschwer, dass vieles, was aus unserem Missbrauchsverfahren seinerzeit Edeka, das durchaus auch Eingang gefunden hat in die UTP-Richtlinie. Das ist natürlich auch noch darüber hinausgegangen, aber einiges finden Sie wieder. So, und jetzt ist es im Bereich des Landwirtschaftsministeriums, jedenfalls so sieht es aus im Moment, dass der Vollzug der Richtlinie und der Vollzug dieses Gesetzes dort angesiedelt wird. Das ist eine politische Entscheidung, die möchte ich da noch nicht weiter bewerten. Wir hätten es gerne gemacht, aber es ist jetzt anders entschieden worden. Gut. Herr Bender, haben Sie noch eine Nachfrage? Oder? Nee. Gut, dann ich gehe vielleicht ganz kurz darauf ein. Frau Kunkel vom Kölner Stadtanzeiger, Sie erkundigen sich, vielen Dank dafür, nach dem Stand der Ermittlungen in dem Verfahren gegen Fontoff, beziehungsweise die Marke Ergobeck ist da etwas bekannter. Meines Wissens ist das nach wie vor ein laufendes Verfahren, da kann ich Ihnen leider keinen neuen Stand mitteilen. Ich erkundige mich aber nach der Pressekonferenz nochmal und würde Ihnen im Zweifel eine Nachricht schicken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das nach wie vor auch Stand wie vor dem Sommer ein laufendes Verfahren ist und noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Das ist so, kann ich bestätigen. Das Verfahren läuft und ich hoffe, dass wir da in absehbarer Zeit zu einem Abschluss kommen. Aber ich bin da, wie gesagt, immer sehr vorsichtig, aber das Verfahren läuft und ich glaube, darüber hinaus würden wir da auch nichts zu sagen können im Moment. Okay. Gut, dann sehe ich hier noch eine Frage zum Fußball, beziehungsweise zwei. Also einmal die Vorschläge der Monopolkommission, dass man an die rechte Vermarktung vielleicht eher per Regulierung ran sollte als per Kartellamtsverfahren, um das mal so umzudeuten. Und dann Stand der Dinge bei der 50-plus-1-Regel. Herr Hoffmann vom Kicker, Sie haben das Wort. So, guten Tag, Herr Mund. Ja, genau, im Prinzip ist die Frage ja schon zusammengefasst. Also die Monopolkommission hat ja die No-Single-Buyer-Rule kritisiert, weil sie dadurch keine Wettbewerbsförderung sieht, weil ja im Endeffekt kein Substitutsprodukt angeboten wird, sondern ein ja, Komplementärprodukt. Wie bewerten Sie denn diese Kritik? Und ja, werden Sie die No-Single-Buyer-Rule oder wird das Bundeskartellamt die No-Single-Buyer-Rule möglicherweise präzisieren gegenüber der DFL, die ja die Zentralvermarktung durchführt? Ja. Hallo, Herr Hoffmann. Also ich konnte die Kritik der Monopolkommission ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Weil da für mich dann möglicherweise vielleicht auch die Grenzen dessen, was sie mit dem Kartellrecht wirklich leisten können, überspannt werden. Wir geben ja letzten Endes die Ausschreibungsergebnisse nicht vor, sondern wir legen großen Wettbewerb, auch wenn Sie so wollen, auf einen gewissen Infrastrukturwettbewerb zwischen den verschiedenen Medien, über die übertragen wird, die dann auch wieder andere Formen der Übertragung, andere Formen der Berichterstattung etc. Ermöglicht. Also ich glaube, es wäre ein bisschen eine Überspannung des Wettbewerbsrechts, wenn wir jetzt als Wettbewerbsbehörde uns nicht darauf beschränken würden zu sagen, wir haben eine No-Single-Buyer-Rule, um auszuschließen, dass ein Monopol, das ich auf der Anbieterseite habe, sich nicht fortsetzt gegenüber dem Zuschauer und das dann auch noch so genau so auszugestalten, dass ein bestimmtes Ausschreibungsergebnis vorweg feststeht, nämlich als Substitut oder komplementär. Ich glaube, das wäre schwierig. Also wir haben uns hier in der Rolle ein bisschen beschränkt zu sagen, wann sehen wir wettbewerbliche Bedenken als ausgeräumt an? Und ich glaube, dass das cum grano salis dann auch das ein Ergebnis ist, mit dem wir wettbewerblich jedenfalls leben können. Regulierung in diesem Zusammenhang finde ich auch nicht so ganz einfach, wie immer.
Marktkräfte sollen hier ja schon ein Stück weit walten können, und das nun auch noch einer kompletten Regulierung zu unterziehen, das wäre für mich auf jeden Fall sehr weitgehend. Ich sehe auch im Moment ehrlich gesagt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Ich weiß, dass es immer nicht schön ist, wenn der Verbraucher tatsächlich zwei Abos braucht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich die Vielfalt angucken, die wir da inzwischen in der Berichterstattung haben gegenüber früher, dann kann man das vielleicht durchaus auch als einen Fortschritt werten, wenn auch vielleicht verbunden halt mit gewissen Nachteilen. Das ist einfach so. Aber nochmal, Sie können das nicht bis ins Letzte vorgeben, wie denn jetzt eigentlich am Ende diese Versteigerung der Rechte tatsächlich auszugehen hat. Thema 50+1 Verfahren, das ist in Arbeit. Auch hier haben wir breite Ermittlungen vorgenommen. Wir sind hier ja gar nicht unbedingt von uns aus aktiv geworden, sondern auch auf einen Antrag, bitte können Sie formulieren, wie Sie wollen, der DFL hin. Und ja, wir schauen auch natürlich, dass wir das Verfahren möglichst gut und schnell zu Ende bringen. Aber da würde ich mich jetzt höchst ungern in irgendeiner Form äußern, wo wir da stehen. Das ist ein Verfahren, das wird ja mit hoher Sensibilität betrachtet, nicht nur bei uns, sondern auch bei denjenigen, die es betrifft. Also da bitte ich um Nachsicht, wenn ich dazu gegenwärtig jedenfalls nicht mehr sagen kann. Gut, Herr Bender, Sie hatten noch eine Nachfrage zur UTP-Umsetzung. Herr Bender, der muss noch gemutet werden vielleicht. So, Herr Bender, jetzt könnten Sie. Bei mir ist er noch gemutet, der Herr Bender. Jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie, Herr Bender. Ja, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ich hatte ja die Forderungen des Bauernverbands und auch der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie angesprochen zur Verschärfung der Richtlinie, Schwärzung der grauen Liste und Ausweitung des Schutzbereichs. Halten Sie das für sinnvoll? Können Sie da was zu sagen? Also ich sehen Sie es mir nach, Herr Bender. So wie es aussieht, ist das nicht unser Beritt, sondern das ist der Beritt eines anderen Ministeriums, einer anderen Behörde in Zukunft. Und ich glaube, ich muss mich jetzt mal darauf zurückziehen, dass ich da jetzt keine weiteren Aussagen machen möchte an der Stelle. Sehen Sie es mir nach. Frau Thiele, ich komme gleich zu Ihnen. Noch eine Nachfrage von Frau Jahrberg, die technische Probleme hat, deswegen nicht sprechen kann, zu Amazon. Und zwar, ob es nicht gut sei, wenn Amazon die Preise drückt. Ich glaube, wir haben vorhin schon angedeutet, dass es uns ja nicht nur ums Preisdrücken geht, sondern um Preiskontrolle, einer eventuellen Preiskontrolle, der wir nachgehen. Aber Andreas, vielleicht kannst du noch was ergänzen. Also, hallo, Frau Jahrberg. Schade, dass ich jetzt gar nicht hören kann hier. Frau Jahrberg, ich will es mal anders formulieren. Ich habe eben schon gesagt, wir haben ja einen breiteren Ansatz hier. Es geht uns jetzt erstmal gar nicht ums Preise drücken zu hoch, zu niedrig. Uns geht es jetzt erstmal darum zu wissen, was passiert überhaupt. Das ist jetzt im Moment unser Ansatz. So, und der zweite Punkt ist, nach meiner festen Überzeugung, sollten Preise im Markt gemacht werden. Ich weiß, dass das immer wieder ganz schwierig ist, aber ich möchte so ein bisschen mal ganz grundsätzlich daran erinnern, dass ja auch hohe Preise segensreich sein können, ökonomisch. Nämlich dann, wenn sie andere dazu anreizen, in einen Markt einzutreten und auf diese Art und Weise möglichst mit marktwirtschaftlichen Methoden auch die Preise wieder zu senken. So, das ist eine ganz grundsätzliche Überlegung, aber die gilt eigentlich immer. Ein Kartellamt interessiert sich ja auch erst dann für Preise, wenn sie missbräuchlich überhöht sind. So, das ist der erste Teil meiner Antwort. Der zweite ist, ich finde, ein Preiskontrolleur sollte, wenn eine staatliche Stelle sein, und wir können es sicherlich nicht irgendeinem Unternehmen, und da meine ich nicht nur Amazon, da meine ich jedes Unternehmen mit überlassen, mal festzulegen, wo ist eigentlich
der richtige Preis? Wo ist der gute Preis? Ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach zu vermitteln ist. Wir haben das ja gesehen in Corona-Zeiten, als dann plötzlich Masken für Mondpreise angeboten wurden, wo man sich natürlich fragen kann, ist es da nicht gut, wenn es ein Unternehmen gibt, das diese Preise wieder drückt? Aber nochmal, ich finde eigentlich, das ist dann die falsche Stelle, sondern das müsste, wenn überhaupt, eine staatliche Stelle sein. Und die ist nicht immer zu Unrecht ein bisschen zögerlich einzugreifen. Wir haben ja durchaus hier im Kartellamt solche Preismissbrauchsverfahren geführt, als eine der wenigen Behörden, die das weltweit überhaupt jemals gemacht haben. Da gibt es eine ganze Menge Verfahren bei uns. Denken Sie mal zurück an die Berliner Wasserpreise. Denken Sie zurück an die Heizstrompreise. Da haben wir uns mit beschäftigt. Denken Sie zurück an die Fernwärme, mit der wir uns beschäftigt haben. Und überall dort haben wir auch dafür gesorgt, dass Preise tatsächlich gesenkt werden. Wir haben aber auch schon mal gesagt, wir gucken es uns zwar an, aber wir machen nichts. Das war zum Beispiel der Fall bei der Übernahme von Air Berlin durch die Lufthansa, als dann auf manchen Strecken die Preise durch die Decke gingen. Teilweise haben wir da Preiserhöhungen, wie wir im Nachhinein festgestellt haben, von rund 30% gesehen. Aber da haben wir uns entschieden, nichts zu machen, weil wir auch gesehen haben, dass es vorübergehender Natur war und dass die Preise dann wieder runtergegangen sind. Also nochmal, es ist ja nicht so, dass staatliche Stellen, gerade das Bundeskartellamt, hier inaktiv gewesen wäre. Aber ich will auch nochmal betonen, Preiskontrolle durch uns, überhaupt mit Preiskontrolle bin ich schon zögerlich, das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen hier, aber die Überprüfung von Preisen, die ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie missbräuchlich überhöht sind. Und jetzt nochmal, das soll ein Unternehmen, Amazon oder wer auch immer, feststellen und dann sagen, nein, das ist für mich der richtige Preis. Das verfolgt seine eigenen wirtschaftlichen Interessen und handelt auch nicht immer im Gemeinsinn. Ist auch nicht seine Aufgabe, sondern die Aufgabe des Unternehmens ist was ganz anderes und auch die Interessen. Und deswegen völlig losgelöst von dem Amazon-Verfahren, völlig losgelöst von Amazon, ich bin eigentlich nie dafür, dass es ein Unternehmen ist, das Preise kontrolliert und letzten Endes dann in irgendeine Richtung festsetzt. Das soll sich bitte im Markt finden. Und wenn es missbräuchlich überhöht ist in einer bestimmten Situation, ja, dann muss eine staatliche Behörde eingreifen. Aber das kann man keinem Unternehmen überlassen. So, aber ich sage das ein bisschen jenseits von Amazon, weil nochmal, das ist ein schwebendes Verfahren. Und ich will hier überhaupt nichts vorwegnehmen und nichts in der Richtung, ja, wir gucken uns das an und dann sehen wir weiter. Gut. Dann Frau Tiede, Sie haben noch eine Frage zu den Kooperationen während der Corona-Krise und die Beurteilung der Kooperationen durch uns. Ja, danke für die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Ich hatte mir nochmal angeguckt, wozu Sie Stellung genommen haben und hatte gesehen, dass beim Thema jetzt Kooperationen zu überprüfen während der Corona-Krise da keine größeren Ausführungen in dem Jahresbericht dann sind. Und ich, klar, er bezieht sich ja auch auf 2019 mehrheitlich. Und ich wollte gerne wissen, ob Sie das noch ein bisschen ausführen können, welche Branchen besonders betroffen waren und ob es da, Sie erwähnten ja, dass Bußgelder verhängt worden sind, also einige, die in diesem Jahr verhängt worden sind, ob sich das auch auf solche Fälle bezieht, die Sie jetzt geprüft haben. Ja. Wir waren, oder ich will anders anfangen, gerade zu Beginn der Covid-19-Krise war die Wirtschaft ja in einer außerordentlich schwierigen Situation. Mit sowas sind wir in der Form, glaube ich, noch nie konfrontiert worden. Das war ein echter, ich sag mal, externer Schock, der da kam. Und dann kamen eben auch ganz viele Unternehmen, übrigens aus allen Branchen, das ging tatsächlich querbeet, kamen dann zu uns und haben uns gesagt, wir haben Lieferengpässe, wir haben Lagerengpässe, wir haben Engpässe bei der Kapazität für den Transport, ja, an allen Ecken und Enden haperte es plötzlich. Und dann kam eben bei vielen die Idee auf, das ein bisschen zu koordinieren, was man hier macht. Ich will auch unser Verhalten in dieser Zeit, was teilweise auch bis heute anhält übrigens,
ich will gar nicht sagen, dass wir da großzügiger waren oder zurückhaltender, sondern ich würde es eher so formulieren, dass sich die marktwirtschaftlichen Kräfte und Verhältnisse in dieser Zeit eben ganz stark verändert haben und dass dann natürlich auch das Wettbewerbsverhältnis verändert. So, und das ist das Gute am Kartell- und Wettbewerbsrecht, dass sie in der Lage sind, an solche wirtschaftlichen Veränderungen sehr schnell nachzuvollziehen bei der Anwendung des Rechts. Das ist übrigens immer ein großer Vorteil gegenüber der Regulierung, die immer staatlich ist, statisch ist, auch staatlich, aber eben auch statisch, und die sie nicht so schnell ändern können. Wir hingegen können dann sofort reagieren und sagen, okay, wir sehen, da hat sich ganz viel geändert, das müssen wir entsprechend berücksichtigen. So. Und dann sind eben diese vielen Unternehmen zu uns gekommen und haben gesagt, wir müssen dies und jenes machen. Wir haben ihnen dann Hinweise gegeben, was geht und was nicht. Wir haben immer stark darauf geachtet, dass diese Kooperationen verhältnismäßig sind. Das ist der wichtigste Punkt. Bitte vereinbart nur das, was unerlässlich ist. Der zweite Punkt war immer, sie dürfen nicht diskriminierend sein. Also es darf keinen geschlossenen Club geben von Unternehmen, die da kooperieren und sich einen Vorteil verschaffen. Und irgendeinem anderen sagen sie dann, du darfst aber nicht mitmachen und der hat das Nachsehen. Und der dritte Punkt war, dass wir immer gesagt haben, bitte begrenzt es zeitlich und achtet sehr darauf, dass mit Auslaufen der Krise und Auslaufen der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse wieder normale Zeiten einkehren und dass auch die Kooperation dann sukzessive zurückgefahren wird. Also Sie sehen, eigentlich stark korrespondierend und atmend. Später kam dann, vor allen Dingen auch aus der Automobilwirtschaft, kam dann die Nachfrage, was ist eigentlich beim Hochfahren der Lieferketten? Da stellt sich dann nur als Beispiel die Frage, Sie haben einen Zulieferer, der hat begrenzte Kapazitäten wegen Corona, aber die OEMs, die Hersteller produzieren vielleicht wieder voll. Wen beliefert er dann? Beliefert er den, der am meisten zahlt? Oder aber kann man koordinieren, dass bestimmte Unternehmen anteilig beliefert werden? Das ist nur ein Beispiel. Also das waren die Fragen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Die Kooperation, die haben wir uns angesehen, eben gerade mit dem Ziel, Bußgelder zu vermeiden. Und deswegen sind die Unternehmen auch zu uns gekommen. Das bedeutet, wir haben keine Bußgelder in diesen Fällen verhängt, sondern wir haben eigentlich im Gleichschritt mit den europäischen Wettbewerbsbehörden dafür gesorgt, dass wir ein Höchstmaß an Rechtssicherheit haben. Und dass die Unternehmen wissen, dass sie eben nicht in Bußgeld reinlaufen. Wir waren da auch nicht nachgiebig, würde ich auch nicht so formulieren nochmal. Es gab viele Kooperationen, wo wir Änderungen bewirkt haben und wo wir darauf hingewirkt werden haben, dass vielleicht gewisse wettbewerbsbeschränkende Komponenten, die nicht unbedingt unerlässlich sind, da wieder rausgenommen worden sind. Also das war ein starkes Miteinander, Bundeskartellamt und Unternehmen. Gut. Ja. Frau Tiede, ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja. Okay. Also dem Chatverlauf nach ist jetzt keine Frage mehr offen. Jetzt bestünde noch mal Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse, Ihre Teilnahme und würde die Pressekonferenz hiermit. Warten Sie, jetzt sehe ich noch eine neue Nachricht. Nee, das war nur das Dankeschön. Ebenso von mir ein Dankeschön an alle für die Teilnahme und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke Ihnen auch und alles Gute für Sie alle und hoffentlich bis bald. Irgendwann hoffentlich auch mal wieder hier bei uns. Also alles Gute und tschüss.